Hallo ihr lieben Zuschauer, schaut mal, Weihnachten steht vor der Tür. Ich freue mich riesig, dass ich euch das heute vorstellen darf. Wir haben euch bei YouTube gefragt, ob ihr schon gespannt seid auf Weihnachten. Und ja, das seid ihr und wir möchten euch die neuesten, tollsten Trends vorstellen und sind deswegen heute nicht im Studio, sondern bei Schuster Floristbedarf. Und da kann ich euch heute die schönsten neuen Sachen vorstellen. Und da fangen wir gleich mal an. Hier seht ihr schon, klassisch rot, traditionell rot, ist natürlich das Thema schlechthin. Das wird die ganzen Jahre uns begleiten und auch 2021 ist das dabei. Ganz viel schön mit Naturmaterialien gemischt. Hier ist ein toller Kranz aus Rindenstücken gearbeitet. Dann darf natürlich traditionell so ein Weihnachtsgrün, Tannengrün, Koniferengrün nicht fehlen. Schöne rote Kerzen dazu, schöne Accessoires, Pilze und Äpfel dabei, dass es ein bisschen heimelig wird. Weihnachtsmänner aus Holz, tolle Holzelemente mit Weihnachtsgrüßen sind dabei für Türgrenze, für Geschenkideen, Glasgefäße mit schönen Bändern dekoriert, Beeren und Früchte. Ja, ihr seht hier eine Zuckerstange, also ein bisschen verspielter darf es auch werden. Rostige Sachen dürfen nicht fehlen, das habe ich gerade hergestellt. Da sind auch klassische traditionelle Elemente drauf, wie der Hirsch oder das Rentier. Tannenbäume dürfen nicht fehlen. Ja, Kerzengläser sind dabei. Das ist ganz schön, da kann man ganz toll damit arbeiten. Das ist wunderschön. Schaut mal, schon sind wir im zweiten Thema angekommen. Ich fühle mich wie im Land der Schneekönigin. Alles so ganz gewaschen, gefrostet, Minttöne, ganz kühl, ganz spannungsreich kombiniert. Haben wir hier Naturtöne dazu. Es glitzert, es leuchtet. Es sind ganz große Deko-Elemente mit kleinen Feinen kombiniert. Es ist ganz spannungsreich, wunderschön. Schaut mal, in unserem zweiten Thema sind toll weiß gewaschene Zapfen, Strobuszapfen, das ist eine Art Kiefernzapfenart, verarbeitet auf einem tollen Kranz. Da ist ganz viel Natur, bisschen dezent mit Dekoration gearbeitet in diesen mintigen, frostigen Tönen, naturhaft dazu. Die Stumpenkerzen schön dazu arrangiert, auch toll und richtig spannungsreich im Kontrast. Sind zum Beispiel die goldenen Bänder und die goldenen Deko-Elemente zu den großen Holzsternen. Die mintfarbenen Kerzen dazu sind farblich wieder sehr schön. Und ihr seht hier, dieser Kranz wirkt, trotz dass er so groß und üppig ist, zart und verspielter. Und der hier ist ein bisschen eleganter und schicker und kommt trotzdem mit rustikalen Elementen daher. Das ist wieder ein spannungsreicher Kontrast und der wirkt sehr dekorativ, der ist sehr üppig gearbeitet. Da kann man mal auch über die Proportionen, so nennt man das, drüber gehen. Ihr seht, es kann also ganz prunkvoll werden. Es ist wunderschön, wenn man die vielen Sachen miteinander kombiniert. Das dritte Thema, was ich euch vorstellen möchte, da freue ich mich sehr rüber. Das ist ganz gediegen und warm, weich. Man fühlt sich wohl. Wir haben Goldtöne mit einem ganz satten, tiefen, dunklen Grün kombiniert. Sehr schöne Schalen aus Metall in Gold. Grünton dazu. Hier habe ich eine Variante, das ist vielleicht ganz interessant für euch. Da kommt das Upcycling-Thema zum Vorschein. Da könnte man Glasflaschen in die Mitte eines Kranzes stellen. Dazu tolle Stabkerzen kombiniert. Ein paar dunkle Elemente dürfen so ein bisschen tiefer und düsterer in der Farbe werden. Es ist ganz kontrastreich. Naturtöne mit klassischen Motiven wie die Holzsterne sind dabei, sehr schön anzusehen. Kugeln, Zapfen, die Elemente wie Hirsch oder Rentier finden wir hier auch wieder. Dann habe ich hier sehr schön einen naturhaften Kranz aus Moosen und Flechten. Der ist, sag ich mal, auf einer Seite sehr toll dekoriert. Hier kommt so ein richtiger Wow-Effekt. Da fließen Elemente ab, goldene und holzige dekorative Elemente, Zapfen und Eicheln mit Bändern geschmückt. Dann seht ihr im hinteren Bereich sogar Türgrenze oder Wandgrenze mit Lichterketten. Also Lichterketten sind auch hier wieder ein Thema. Gräser natürlich gearbeitet, mit goldenen Elementen kombiniert. Und hier hinten habe ich was ganz Tolles für euch. Da haben wir auch wieder was ganz
ich würde jetzt einfach mal sagen, wuchtiger von der Gestaltung her. Das heißt, ein bisschen größer, ein bisschen opulenter gestaltet. Ganz viel mit Bandschmuck gearbeitet. Da habe ich einen Kranzkörper, der umwunden ist mit verschiedenen Bändern. Die dicken, durchgefärbten Stumpenkerzen sind in die Mitte arrangiert. Und da haben wir Naturmaterialien, Zapfen, Koniferen und Kugeln sehr schön oben aufgearbeitet als Dekoration. Es sieht super schön aus und ist eine natürliche Sache, kombiniert mit ganz tollen, wirkungsvollen Elementen. Ich komme aus meiner Waldhütte und bin nach Übersee. So ein bisschen mutet das ja, wie amerikanische Weihnacht an. Schaut mal, es sind klassische Rottöne mit den Minttönen kombiniert. Das heißt, Klassik trifft Moderne, kann man hier sagen. Ganz natürliche Elemente, Holzelemente, Pilze, aber auch so ein bisschen verspielter, fast kitschig kann man sagen. Weihnachtsmänner glänzen stehen da mit Geschenken in der Hand. Dann haben wir hier wieder auch so einen Glitzerhirsch, der schön zu dekorieren geht. Schaut mal, das sieht ganz witzig aus. Hier seht ihr Holzkisten, Holzelemente mit schönen Motiven drauf. Dann haben wir Laternen mit tollen Schriftzügen, da steht Lebkuchen drauf. Kerzenlicht, ganz anheimelnd, schöne Herzen mit kleinen Engelchen drauf, mit Schutzengeln bemalt, Zweige, Beeren, mit Zapfen geschmückte kleine Tannenbäumchen. Kann man super schön basteln, könntet ihr auch vielleicht mit euren Enkeln und Kindern schön basteln. Das macht es ganz heimelig und spannungsreich, ist wunderschöne Weihnacht. Ihr lieben Zuschauer, wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt hier voll in meinem Element bin. Ich liebe ja Trockenblumen und Naturmaterialien. Und schaut mal hier in den Adventskränzen, sind kleine Strohblumen verarbeitet. Pampasgras haben wir das ganze Jahr schon verarbeitet, findet sich auch im Trend 2021 Weihnachten wieder. Naturfarbene Zapfen, kleine gebleichte Nüsse sind dabei, exotisch anmutendes Blätter mit goldenen Sachen kombiniert. Schaut mal, kleine Geschenkideen, Geschenkboxen, Gefäße mit Kerzen arrangiert, die ihr mitnehmen könnt. Lichterketten sind sehr schön, die bringen anheimelnden Schein. Die ganzen Honigtöne, die kennt ihr vielleicht schon auch aus dem letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir es mit ganz dunklen, schweren Brauntönen kombiniert. Dieses Jahr kommt es ganz elfengleich daher, ganz zart mit Weißtönen, mit Creme. Glitzer und Natur ist dabei. Hier ist auch wieder ein schöner Hirsch dabei, der begleitet uns dieses Jahr überall im Weihnachtsthema. Tolle Bänder sind dabei. Einfach wunderschön. Ihr lieben Zuschauer, ich freue mich auf die kommende Weihnachtszeit mit euch. Ich bin schon ganz gespannt auf die Videos, die wir zusammen für euch machen, tolle Dekos für euch arrangieren. Wie ihr mich kennt und vielleicht gesehen habt, ich mag das Honigthema sehr gerne. In der Waldhütte habe ich mich auch super wohl gefühlt und das mintfarbene Thema, das ist auch was für mich. Ich bin ganz gespannt, welches Farbthema euch am besten gefallen hat oder in welcher Weihnachtswelt ihr euch am besten wohlfühlt. Dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare, das macht ihr immer so toll. Da freuen wir uns drauf. Lasst uns einen Daumen hoch für unser schönes Video da. Vor allen Dingen abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Trendvideos verpasst und immer auf dem neuesten Stand seid. Und ich freue mich auf euch, mit euch zu basteln, zu dekorieren und zu gestalten. Bis bald, eure Franzi. Bevor ich es vergesse, hier oben könnt ihr euch tolle Trendvideos anschauen und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren.